Größere Marinestützpunkte, weil wir sie brauchen, um noch bessere Schiffe zu bauen. Weltgrößte Bevölkerung der Welt, aber trotzdem nur ungefähr halb so groß wie die der Briten leider. Und fabrikenmäßig holen wir auch langsam auf. Die Marinebauphase anfangen wird, holen wir uns noch die Waffenplattformen und dann kümmern wir uns wieder mal vielleicht ein bisschen mehr um die Armee. Die sollten wir ja auch nicht vernachlässigen. Okay, endlich mal Reformen. Was will denn die Bevölkerung hier? 16% hätten wir da schon mal gehabt. Ja, eindeutig 16% wollen Versammlungen. Yay! Haben dann genügend Artillerie schon langsam, also werden wir die Fokuspunkte wieder auf Angestellte umstellen. So, hier. Bitte die Angestellten fördern. Wobei erstmal entfernen und dann sehen wir, wo die meisten Leute leben. Also, hier hätten wir 2 Millionen, hier 5 Millionen, da müssen wir sicher schon mal hier. Dann 3 Millionen. So, hier haben wir überhaupt überall nur 1000, hier haben wir 3 Millionen, also eindeutig hier Angestellte. 2 Millionen Angestellte und nochmal Angestellte. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube halt, in größeren Provinzen geht es auch schneller mit dem Konvertieren zu Angestellten und dann steigt der Wert schneller. Und das macht uns froh, natürlich. Gut. Marinestützpunkte währenddessen sind wir überall am Erweitern. Kreuzer können wir erst anscheinend auch bauen. Ja, eben nicht, weil wir keinen genügend großen Marinestützpunkt haben. So, dann holen wir jetzt mal das Punktverteidigungssystem. Technologiemäßig würde ich mal sagen, Handel und Kultur haben wir bisher ein bisschen vernachlässigt. Wir schauen jetzt mal, dass wir flat alles auf Stufe 3 bekommen. Und fangen mal mit den ganzen Stufe 2 Technologien, die wir noch brauchen, dazu an. Also eigentlich nur den 2 hier. 2er Technologie. Jetzt holen wir uns einfach alle Level 3er Sachen, die wir eben noch nicht haben. Angefangen mal hier mit den Marineentscheidungen, dann quer durch den Handel, durch die Kultur und dann geht's weiter mit Level 4er Zeug. Es gibt übrigens gerade einen britisch-französischen Krieg, der allerdings wohl eher in den Kolonien ausgefochten wird. Wie hier oder auch, naja, sonst eigentlich nirgends. Hier noch ein bisschen. Hauptsächlich also ein Überseekrieg. Und ja, der Rest von Afrika, kolonialmäßig, wird jetzt hier von den Deutschen, Spaniern, Niederlanden, Osmanen, noch mehr Osmanen und noch mehr Spaniern umkämpft, wem alles gehören soll. Drei Marinestützpunkte sind jetzt in vielen Gebieten fertig geworden, dann erweitern wir das alles gleich mal auf 4er Marinestützpunkte eben und schauen auch gleich mal, ob wir da nicht jetzt die ersten besseren Schiffe mal bauen können, um unsere Flotte eben schlagkräftig zu halten. Forts müssen wir auch wieder mal überall erweitern, dann gleich. So, hier geht es noch nirgendwo. Und in den Überseegebieten wohl auch noch nirgends so recht. Ah, doch hier. Auf Level 2 vermutlich. Ja. Und hier auf Level 2 ebenfalls. Dann erweitern wir hier gleich noch die Forts. Hier geht das noch nicht. Hier wiederum. Ja. Und so weiter. Damit eben alles auch länger dauert zu besetzen und zu belagern. Damit wir in möglichen kriegerischen Auseinandersetzungen, die ganz sicher kommen werden, eben länger durchhalten können, bis wir irgendwann ein Entsatzungsheer schicken können. Was vor allem bei den ganzen Inseln ein ziemlicher Aufwand wird und nachdem wir nicht so wichtig sind, überlege ich eigentlich, ob ich nicht die Inseln im Kriegsfall fast unverteidigt lassen würde und stattdessen eben nur unsere Hauptgebiete, sprich Japan und die chinesischen Gebiete, verteidigen würde. Weil, ja, meiner Ansicht nach sollte das ausreichen. Die ganzen kleinen Inseln habe ich eigentlich nur, damit ich Marinestützpunkte bauen kann, damit ich mehr Schiffe haben kann. Und die Gebiete hier, in denen wir uns gerade ja auch befinden, die sind eigentlich der Haupt, sag ich mal, die sind unsere Macht und die sind nur für ein paar mehr Schiffe gut. Aber ja, Flotte bauen. Wir können hier bauen Schlachtschiffe.
Wobei wir auch bald Kreuzer bauen können, nicht wahr? Die hier brauchen Gewicht 3 und die im Gewicht 20. Das heißt, wir bauen hier jetzt trotzdem mal 22 Schlachtschiffe. Und die dürfen sich alle versammeln. Tja, wo denn eigentlich? Wo ist denn unser Versammlungspunkt gerade? Ist das immer noch hier? Ja, ist noch hier. Und die Marine hier, ganz ehrlich gesagt, die lösen wir erst mal auf und bauen stattdessen einfach nochmal ein paar Schlachtschiffe. Die können wir jetzt auch endlich bauen und verglichen mit Schlachtschiffen sind die ungefähr gleich gut. Also gleich nochmal jede Menge Panzerschiffe. Wir jetzt mal die nächste Forschung mit 5% mehr Steuereffizienz hier. Wir haben natürlich auch vollkommen vergessen, dass es in diesem Spiel sowas wie Einflusssphären gibt und wir als Großmacht so eine haben und uns so eine zumindest aufbauen könnten. Ja, was gäbe es denn da? Spanien wäre mal zum Beispiel nett, wenn wir das in unserer Einflusssphäre hätten. Oh, die Philippinen sind jetzt unabhängig. Wartet, heißt das? Die sind aber schon noch mit Spanien. Ja, die sind mit Spanien noch verbündet. Gut, Spanien mal volle Investition. In die Philippinen auch mal ein bisschen investieren. Portugal nicht so wichtig. Qinghai, warum nicht? Schauen wir einfach alles, was noch niemanden in noch niemandes Einflusssphäre ist, durch, was davon nützlich sein könnte. Österreich auf jeden Fall gerne. Äthiopien, Ägypten, warum nicht? Die ganzen chinesischen Staaten, Südamerika ein bisschen. Schweden nicht so wichtig, aber wir investieren trotzdem mal minimal in so ziemlich jedem Gebiet einfach. Und holen uns da noch hoffentlich ein paar dann auch. Wobei vielleicht einiges davon doch zu unwichtig ist. Aber ja, schauen wir erstmal weiter durch. Ja, ganz ehrlich gesagt, Südamerika brauchen wir überhaupt nicht. Österreich, Spanien, Philippinen, okay, macht Sinn. Äthiopien nicht, Ägypten nicht. Venezuela nicht, Uruguay nicht. Schweden nicht, Rumänien nicht. Portugal, ja, vielleicht. Niederlande, warum nicht? Mongolei, okay. Kann es etwas länger dauern. Siam, minimal. Neuseeland, minimal. Oh, das gehört schon wieder jemandem. So, dann schauen wir das Ganze wieder so durch. Die ganzen kleinen Gebiete in der Nähe würde ich sagen, auch minimal. Warum nicht? Ja, viel zu viele Länder hier. Leider auch viele so unabhängige, also unabhängig gewordene Länder. Was heißt leider? Macht es hier etwas mehr Arbeit, aber ist ja schön, dass die ganzen Nationen kleine Länder entlassen. Ja, und so wie ich das sehe, haben sie das eingeführt erst mit Heart of Darkness. Beziehungsweise House Divided habe ich ja mehr oder weniger übersprungen. Aber erst seit Heart of Darkness fällt mir auf, dass zum Beispiel Britisch-Kanada oder so immer unabhängig wird. Oder auch Australien. Früher war das eher nicht so, sondern da haben die Briten sich das einfach behalten. Und ich finde es auch jetzt noch blöd, dass dann trotzdem die ganzen Kolonien hier immer noch britisch sind und dass hier zu Kanada zum Beispiel auch das hier nicht zugehört und Columbia wieder ein eigenes Gebiet ist. Also das sollte wann schon alles ein Riesengebiet werden. Sehe halt, würde halt besser aussehen als so ein Stückelwerk hier. Das ihr gehört zu den Briten, oder? Ja. Naja. Dann rechtfertigen wir wieder mal einen Krieg. Und zwar gegen die Chinesen.
Wir können es uns leisten, infamiemäßig, und wir sind, glaube ich, auch stark genug, um das überleben zu können. Deswegen werden wir trotzdem weiter unsere Taktik hier durchfahren. Und, naja, wenn man es jetzt genau nimmt, haben wir gerade keine Kriegsflotte. Aber die sollten wir auch gegen China nicht unbedingt brauchen. Hoffe ich zumindest. Ja, dann sollten wir vielleicht mal wieder Armee, Flotte und so weiter bezahlen. Damit die auch ordentlich kämpfen können, sobald der Krieg ausbricht, was bald der Fall sein wird. Schön wäre es, wenn hier jetzt noch 16 Tage stehen würde, nicht 16. Aber, tja, ich kann es nicht ändern. Gut, China, was wollen wir denn? Diesmal wollen wir Zhejiang und Suzhou, falls wir zwei nehmen können. Um eben noch mehr Marinebasen entlang der Küste errichten zu können. Um noch mehr Flotte zu haben, um noch stärker zu werden. Tja, altbekannte Geschichte hier. Das heißt, wir warten jetzt noch das Monatsende ab, damit die Armeen noch etwas besser aufgeladen sind. Und dann geht's los gegen die Chinesen. Wieder mal. So. Das Gebiet heißt, um es wieder mal nachzusehen, Suzhou. Krieg erklären, Zugeständnisse verlangen, Suzhou. Tibet und Xinjiang, okay. Gut, von dieser Seite aus werden wir jetzt einfach einen triumphalen Einmarsch durchführen. Ich frage mich immer, wie das möglich sein soll, aber wenn es möglich ist, dann ist es möglich. Und hier unten werden wir anfangs wohl defensiv einfach alles vernichten, was die Chinesen in unser Land reinschicken. Und das sollte auch hoffentlich funktionieren. Also recht einfache Taktik. Einmarsch von Norden, Verteidigung der Südgebiete. Wobei sie diesmal jetzt gefühlt doch etwas effektiver kämpfen, die Chinesen. Wir gewinnen natürlich aber trotzdem. Ja, die marschieren hier schon kräftig ein bei uns. Kann man gar nicht abstreiten. Sollte aber, wie gesagt, nicht allzu problematisch werden für uns. Da bleiben wir mal ganz gelassen. Ganz im Süden erobern sie jetzt unsere ersten Gebiete, aber wir erobern im Norden auch schon ihre ersten Gebiete. Wodurch das wieder relativ egal und okay ist. Und diesmal achten wir besonders darauf, nicht über das verdammte Ruflimit zu kommen. Weil das war ja letztes Mal wirklich keine so gute Idee. So, Kriegsziel hinzufügen können wir noch immerhin. Und wir wollen den Staat Zhejiang hinzufügen. Zugeständnisse verlangen. Zhejiang. So. Wir sind bei 43%, wir brauchen etwas mehr, aber durch die ganzen Schlachten haben wir das auch bald genug erreicht, sicherlich. Aha.
Eigentlich will ich mit den Briten gar keinen Streit. Können wir uns? Nein, wir können uns leider nicht leisten, noch mehr zu fordern in diesem Krieg. Aber gut, was soll's. Passt schon so, wie viel wir bekommen werden. So, gebt uns unsere beiden Gebiete. Wunderbar. Damit gehört ein noch größerer Abschnitt der chinesischen Küste uns und noch mehr von ihrer Bevölkerung gehört auch zu uns. Das sind unsere eigenen Provinzen. So, hier Gesamtbevölkerung sind wir jetzt also ziemlich deutlich das zweitgrößte Land. Und ja, war eigentlich ein recht einfacher Krieg, muss man sagen. Gut. Die Aufteilung der Armeen gefällt mir ganz gut, so wie sie war. 3 Armeen hier im Norden, 3 Armeen hier im Süden. Das hat voll und ganz gepasst. Und jetzt in unseren südlichen neuen Gebieten bauen wir jetzt erstmal hier Marinestützpunkte natürlich wieder und Forts gleich dazu. Und wiederum Marinestützpunkt vor. Und überall sonst erweitern wir die Forts, falls möglich. Wobei es nirgends gerade erforderlich oder nötig zu sein scheint. Also gut. Hier können wir auch nirgends Forts erweitern. Nein, nicht wirklich. Also naja, inzwischen sind Kriege gegen China eigentlich nicht mehr sehr hochspannend. Aber was soll's. Ein bisschen hier zu beobachten. Interessant, was mit den Osmanen so alles geschieht. Erstens sind sie zusammen mit den Russen mal die große Kolonialmacht in Afrika, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise würden eher Briten und Franzosen sich das hier teilen und nicht Osmanen und Russen. Ja, des Weiteren haben sie gerade eine riesige Revolte und Griechenland hat hier Gebiete erobern können, aber die Osmanen haben ihnen wiederum Gebiete weggenommen. Also ja, durchaus durchwegs interessante Entwicklungen, die wir hier sehen können. Südamerika, Chile wird groß, Bolivien wird groß, Argentinien verliert. Großkolumbien und Kolumbien sind geteilt, interessant. Naja. Schon langsam könnte man wohl behaupten, wir haben doch wieder etwas weniger Kapitalisten, vor allem im Vergleich mit anderen Mächten wie den USA. Das heißt in erster Linie, wir werden wiederum wieder mal die Kapitalisten in verschiedenen Gebieten fördern. Und gleich mal sehen, wie viel Auswirkung das denn hat. So, hier, ja, minimale Auswirkung. Ist das denn effektiver, wenn wir es in eigenen Gebieten machen? Schauen wir mal kurz. Zum Beispiel hier in der Hauptstadtregion. Macht das hier erst mehr Sinn? Naja, doch, oder? Müsste man etwas langfristiger vielleicht testen, aber sieht fast ein bisschen danach aus. Ja, lassen wir es einfach mal so. Wird schon passen, wie es ist. Unsere Flotte besteht inzwischen aus 10 Schlachtschiffen. Also doch schon wieder ein bisschen mächtig geworden. Und wir forschen fleißig weiter.